DNSSEC an. DNSSEC heißt eben DNS Security, ist also eine Abkürzung für DNS Security und ist eine Erweiterung von dem DNS-Protokoll um gewisse Security Extensions. Und zwar Security Extensions in Richtung DNS-Abfragen. Was wir vielleicht überhaupt noch nicht besprochen haben, ist die Kommunikation zwischen DNS-Servern. Das fällt mir gerade auf. Es ist so, dass Sie ja wissen, es gibt immer quasi einen primären DNS-Server, der in dem, wo man das Zone-File sozusagen selber zum Beispiel in Form von der Textdatei, was wir da gemacht haben, einfach erzeugt. Wenn man aber dann Secondaries bzw. Slave-Name-Server installiert, wie das in der Praxis ja der Fall ist, dann müssen sich diese Slave-Name-Server die Information ja von dem Master-Server sozusagen holen und das nennt man einen Zone-Transfer. Und für diese Zone-Transfers gibt es unabhängig jetzt vom DNSSEC Security-Mechanismen, ja, also zum Beispiel T-Sig, Transaction Signatures oder verschiedene andere Sachen, ja, die im Protokoll vorgesehen sind, wo diese Zonen, also ich sage jetzt mal verschlüsselt, signiert und so weiter übertragen werden können. Das ist aber sozusagen eigentlich nur eine Sache zwischen den beiden Servern. Das könnte man mit verschiedenen Methoden, die man so hat, also ich sage jetzt auch mit TLS, wenn man es entsprechend konfiguriert oder so, entsprechend absichern. Das Unsicherste an dem gesamten DNS-Protokoll sind die eigentlichen DNS-Anfragen, weil die jeden Client betreffen. Also egal jetzt, ob Person oder Skript oder sonst irgendetwas, also alle, die DNS-Abfragen durchführen. Ich habe Ihnen ja erzählt, es gibt sozusagen, also man kann, wenn man will, dieses CIA-Prinzip auf DNS anwenden, aber nur am Papier, in Wirklichkeit, in Wahrheit nicht. Und die Gründe dafür, warum es in Wirklichkeit doch unsicher ist, es hat irgendjemand in der ersten Vorlesung gleich eingewendet, dass das ja sehr unsicher ist und ich habe dann gesagt, nein, das stimmt nicht, akademisch betrachtet ist es sicher, ja, aber das ist eben, weil CIA sehr dehnbar ist und Papier sehr geduldig ist. Ja, also in Wahrheit ist es unsicher, und zwar die Unsicherheit liegt daran, dass das Ganze, der Transport über UDP geschieht, zum einen und zum zweiten, dass es keinerlei echte, so im, wie man das im heutigen Sinn sozusagen versteht, Methoden zur Authentifikation, also sprich Kryptographie gibt. Er ist nicht vorgesehen gewesen im Protokoll. Ja, also das heißt, es gibt keine Kryptographie wie in verschiedenen anderen Protokollen auch. Es hat also der Client keinerlei Möglichkeit festzustellen, ob diese Anfrage wirklich authentisch ist. Ja, also ich meine, außer das AA-Flag, aber wie gesagt, nachdem das Ganze UDP ist, kann man problemlos sozusagen Pakete initiieren. Da gibt es eine Attacke, steht hier auf den Folien ganz unten, also eine relativ bekannte Attacke, die da, es ist jetzt schon einige Jahre her, ich glaube vom DJP entwickelt worden ist, DJ Bernstein habe ja, DJP habe ich irgendwann einmal, man, ja, ich das letzte Mal erwähnt, ist egal. Bei der DNS Cache Poisoning Attack ganz grundsätzlich geht es, also sozusagen ganz einfach erklärt, es ist im Prinzip so, dass die DNS-Pakete, wie Sie vorher auf der Folie gesehen haben, eine 16-Bit lange Transaktionsnummer haben. Das heißt, wenn die Antwort auf eine Anfrage wenn die 16-Bit-Transaktionsnummer in der Antwort zu der Nummer in der Anfrage passt, dann akzeptiert der Client, also derjenige, der angefragt hat, dieses Paket als gültig. Er hat ja sonst keine kryptografischen Methoden zur Hand, mit denen er verifizieren könnte, ob das Paket wirklich richtig ist. Die Idee einer DNS-Cache-Poisoning-Attack ist jetzt relativ einfach. Man geht also davon aus, dass eine Anfrage auf eine bestimmte Domain stattfindet, also der Angreifer nimmt das an, also zum Beispiel
Kann man annehmen, dass Personen nach dem Namen www.google.com fragen? Das kann man annehmen, ja, weil Google verwendet jeder, aber man kann genauso gut annehmen, dass Clients nach, sage ich mal, Microsoft.com fragen und durch verschiedene anderen. Ja, das kann man fix annehmen, dass diese Anfragen sozusagen stattfinden. Man weiß auch, welche Server dafür verantwortlich sind, weil jeder Angreifer kann ja mit Hilfe von DIG, ja, genauso wie Sie im Internet selbst DNS-Anfragen machen. Ich kann also, wenn ich weiß, wenn ich weiß, Microsoft zum Beispiel wird angefragt, kann ich also mit dem DIG-Utility herausfinden, welche DNS-Server dafür verantwortlich sind, welche IP-Adressen die haben und kann daher anhand von dem selbst grundsätzlich DNS-Antworten erzeugen. Nachdem es ja UDP ist, gibt es kein Three-Way-Handshake. Das heißt, ich als Angreifer kann ein UDP-Paket selbst erzeugen, wo ich die IP-Adresse von dem Microsoft-Server als Absenderadresse einsetze und eine beliebige Antwort dazu. Ich nehme also an, es wurde gefragt nach www.microsoft.com, ein A-Record. Das nehme ich einfach an. Also erzeuge ich eine Antwort, die genau die Antwort auf dieses A-Record ist. Ja? So, das Einzige, was ich nicht weiß, ist die Transaktionsnummer. Die muss ich also erraten. Ja? Und wahrscheinlich haben Sie beim Kollegen Biller auch was von dem Birthday Paradox gehört, also das Geburtstagsparadoxon, das in Wirklichkeit gar kein Paradoxon ist. Das bedeutet, dass wenn Sie eine bestimmte Transaktionsnummer beobachten oder beziehungsweise wenn Sie eine gewisse Nummer, jetzt wird da in der Kryptographie immer von Hashwerten gesprochen, beobachten, ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit genau die Wurzel aus der Größe der Menge, die insgesamt zur Verfügung steht, ja, um eine Kollision zu erraten. Ja, das heißt also, ganz konkret, bei die Möglichkeit an Transaktionsnummern, die zur Verfügung stehen, sind 2 hoch 16, weil es ist eine 2 hoch 16 Bit, also eine 16-Bit lange Nummer. Das heißt, 2 hoch 16, viele Möglichkeiten gibt es, sind also 65.000. Und die Wurzel aus 2 hoch 16 ist die Hälfte, also sozusagen 2 hoch 8, also eine Hochzahl die Hälfte, ja. Und 2 hoch 8 wissen wir auch, wofür das ist, ist also 256, ja. Das heißt, in Wirklichkeit bedeutet das, dass wenn der Angreifer 256 verschiedene Transaktionsnummern generiert mit einem Zufallsgenerator und die in das Paket einfüllt, sprich er schickt also 256 verschiedene Pakete, also 256 IP-Pakete mit sozusagen 256 verschiedenen Transaktionsnummern an den entsprechenden Server, der angefragt hat, ja. Dann hat er eine Wahrscheinlichkeit von 50%, theoretisch ist er rein akademisch natürlich, ja. Also ich meine, ist praktisch wirklich so, aber es kommen noch erschwerende Faktoren dazu. Aber wenn man nur mal das annimmt, ist die Wahrscheinlichkeit also bei nur 256 Paketen bei 50%, dass er also die richtige Nummer erratet und somit vom Client also von demjenigen, der angefragt hat, als gültige Antwort akzeptiert wird. Das ist das Prinzip von DNS Cache Poisoning. Warum DNS Cache Poisoning ist auch klar. Sie wissen ja, dass in der Anfrage eine TTL-Zeit drinnen ist. Und in der TTL, also sozusagen der Client behält, der Client ist im Normalfall ja nicht ein wirklicher Client, sondern ein DNS-Server. Der behält diesen Ressource-Record dann für diese Zeit, die eben in dem Ressource-Record drinnen war, also in dem TTL-Feld, in seinem Cache. Der Cache ist also vergiftet auf gut Deutsch für diese Zeit. Warum habe ich jetzt gesagt, theoretisch, also sozusagen, es gibt noch verschiedene andere Faktoren, die erschwerend dazukommen. Das ist zum einen, neben der Transaktions-ID müssen wir auch die anderen Layer beachten. Das ist jetzt ganz konkret bei UDP die Portnummer. Die eine Seite weiß man ja, das ist 53, aber die andere Seite weiß man nicht. Die muss man also auch erraten. Auch wenn man dort das Birthday Paradox sozusagen zugrunde legt, hat man hier 2 hoch 8 auch, ja. Das heißt, man hat 2 hoch 8 mal 2 hoch 8 also 2 hoch 8 von der Portnummer mal 2 hoch 8 von der Transaktions-ID sind wieder 200, 2 hoch 16 bedeutet, es sind also wieder 65.000 Möglichkeiten.
Was aber auch nicht, also sozusagen 65.000 Pakete abzuschicken, ist heute nicht die Kunst, ja, also wenn man entsprechendes Internet hat. Und dann gibt es aber noch einen Faktor, den man natürlich auch erraten muss, beziehungsweise wo man einfach Glück haben muss. Man muss sozusagen genau exakt den Zeitpunkt erwischen, zu dem der Client angefragt hat, und mein Paket, also mein Angreiferpaket, muss vor der Antwort des echten DNS-Servers sozusagen dort sein. Ja? Also sozusagen ganz so leicht, dass man jetzt nur 256 Pakete schickt und man hat gewonnen, ist es nicht, ja, möchte ich sozusagen damit sagen. Aber es wurde demonstriert, erfolgreich, ja, also der Angriff ist sozusagen durchaus real. Ja. Gut, also es war jetzt eigentlich, jetzt bin ich schon wieder viel weiter, oder viel mehr erzählt, als ich wollte, aber ja. Hat das jeder ungefähr Begriff, wie das geht? Ja. Wenn nicht, ist es auch nicht so dramatisch, ja. Also wird keine Prüfungsfrage sein, erklären Sie DNS-Cache-Poisoning, aber für den Security-Menschen ist es, sag ich mal, durchaus schade, das nicht zu wissen, wie das funktioniert. Wenn Sie das genau erklärt haben wollen, im Internet, in Google eingeben, DNS-Cache-Poisoning, und Sie finden tausende Erklärungen dafür, wie das funktioniert. Also zurück zu DNSSEC, das war ja eigentlich das, wo ich ausgegangen bin. Also DNS hat keine ausreichende Sicherheitsstruktur, wie ich es mal. Es gibt keine Kryptographie, 16-Bit-Transaktionsnummern sind also Schwachstellen, also hat man sich was überlegt. So. Und das Ergebnis, was man sich ja überlegt hat, heißt in Wirklichkeit, man hat in der Kryptographie ein bisschen geschaut, was man da, was es da für Techniken gibt. Ja. Und im Wesentlichen löst man alle diese Probleme mit digitalen Signaturen. Das heißt, DNSSEC, also ist in Wirklichkeit nichts anderes, als dass man die Daten, die im DNS drinnen sind, also sprich die Resource Records, mit digitalen Signaturen versieht. Und Sie wissen alle, was digitale Signaturen können, so hoffe ich zumindest. Ja. Digitale Signaturen haben die Eigenschaft, dass sie zum einen nur von einer Person erstellt werden können. Also nämlich, das ist derjenige, der den privaten Schlüssel hat, also den Private Key. Privater Schlüssel heißt er deshalb, weil nur eine Person den hat, ja, und der nur ein einziges Mal existiert. Zweitens, digitale Signaturen können aber von allen anderen Personen, Software, was auch immer, überprüft werden, mit Hilfe des Public Keys, der eben sozusagen der öffentliche Schlüssel ist, der also eine Beziehung zu dem Private Key hat. Umgekehrt funktioniert das Verfahren aber nicht. Ja? Also sozusagen mit dem öffentlichen Schlüssel kann man prüfen, ob eine Signatur richtig ist. Mit dem privaten Schlüssel kann man die Signatur erstellen. Also das ist also eine sehr praktische Sache. Was man dafür braucht, ist irgendein asymmetrisches kryptografisches Verfahren, rein prinzipiell, es geht mit jedem, es ist sozusagen egal, also ein asymmetrisches Verfahren braucht, also es stimmt jetzt nicht ganz, es geht nicht mit jedem, aber vom Konzept her braucht man also ein asymmetrisches digitales Signaturverfahren, also eins, wo man zweiteiligen Schlüssel hat, eben den privaten und den öffentlichen. Und ja, eine Sache asymmetrischen Verfahren, die dann sofort immer auftaucht, ist die Schlüsselverteilung. Also wie kommen jetzt die anderen zu den öffentlichen Schlüsseln? Den brauchen sie nämlich, um eben die Signaturen prüfen zu können. Und das ist im DNS glücklicherweise ja relativ einfach, weil DNS ist ja in Wirklichkeit nichts anderes als eine Datenbank, in der man, das heißt so, Daten speichern kann. Es werden also gleich in dieser Datenbank auch die entsprechenden öffentlichen Schlüssel. Und somit kann ich also über ein DNS-Tool, also über ein Abfragetool oder also eine Resolver-Library, nicht nur die Resource-Records und die Signaturen und so weiter abfragen, sondern kann mir dort heraus auch gleich die Schlüssel holen. So. Ist da jetzt ein Problem dabei? Gute Frage, gell? Ja, natürlich, ja, also sozusagen, ich weiß nicht genau, in welche Tiefe der Herr Biller über asymmetrische Verfahren gesprochen hat, aber ich denke mal, das hat er Ihnen sicher erzählt.
Also auf den ersten Blick erscheint es zwar so, als dass die Public Key Kryptographie jetzt alle Probleme löst und wir kein Problem mehr mit dem Schlüsseltausch haben. Das ist aber nicht so. Das Schlüsseltauschproblem ist nämlich noch immer vorhanden. Ja, also die Frage ist, ich hole mir einen Schlüssel und woher weiß ich, dass der Schlüssel von noch immer der richtige, also tatsächlich von der Person ist, von der ich glaube, dass sie ist. Also ich habe noch immer das Problem, dass auch beim Schlüsseltausch beim Schlüsseltausch von einem Public Key, also von asymmetrischen Verfahren, ist noch immer möglich, dass ich einen Man in the Middle Attack habe, dass also sozusagen in der Mitte jemand sitzt und der tauscht also den Schlüssel, den ich mir gerade hole, gegen seinen eigenen aus und jubelt mir das runter. Ja, genau, also Man in the Middle ist richtig, ja. Das hat man aber bei DNS bedacht und also bei DNS 6 selbstverständlich bedacht und das erkläre ich Ihnen, wie das funktioniert. Ja, so, schauen wir ganz kurz, was ich da aufgeschrieben habe. Also DNS 6 nochmal wiederholt, löst die Probleme durch digitale Signaturen auf die Ressource-Records. Bedeutet also, diese Ressource-Records werden einzeln digital signiert. Das heißt, ich kann also auch einzelne Ressource-Records auf ihre Richtigkeit überprüfen. Das ist auch wichtig, weil bei durchschnittlichen DNS-Abfragen wird auch immer nur ein einzelnes Ressource-Record abgefragt. Ja, also wenn ich jetzt so beim normalen Arbeiten der Browser frage genau nach dem W, nach dem A-Record von www.microsoft.com, wenn wir schon dabei sind. Also die Abfrage eines einzelnen Ressource-Records und nicht von allen möglichen. Ja, die neue Signaturen. Public Key wird in die Zone aufgenommen, habe ich jetzt auch schon erwähnt. Und den privaten Schlüssel braucht man natürlich, um die digitalen Signaturen zu erstellen. Ja, okay, passt. Schauen wir mal, wie das da weitergeht. Ja, was bedeutet das? Für das Angriffsszenario, warte mal, da kann ich jetzt zeichnen, ich kann mich zeichnen auch, machen wir eine kurze Zeichnung. So. Ja, wurscht, geht eh so. Also, wenn ich dann hinklicke, kann ich dann zeichnen. Zeichnen. Passt. So, also, ja, warte mal. Ja, E ist gleich ein C Quadrat. Ist egal, ist auch keine Prüfungsfrage. Also, das durchschnittliche Angriffsszenario in der Kryptographie ist immer Alice und Bob. Also, da haben wir sozusagen Alice und Alice schickt Daten. Sozusagen am Bob, ja. Und dann gibt es also immer, es gibt verschiedene Rollen in der Kryptographie. Das eine ist also Eve, ja, wobei Eve steht für Eavesdropping, also überwachen. Das ist jemand, der also die Daten sehen kann. Und dann gibt es also noch die zweite Person, also das ist jemand, der hier auch eingreifen kann und das ist normalerweise in der Regel, steht auf den Folien zwar IF, aber um es genau zu sein in der Literatur, ist es eigentlich immer Mallory. Weil Mallory ist malicious. Also Mallory ist der Man in the Middle Fall. Ja. So, und jetzt bei der Authentizitätsprüfung geht es also so, dass sozusagen ich habe also hier eine Nachricht M, bei Alice hat es also eine Nachricht M, das wäre jetzt mein Ressource-Record. Und diese Nachricht N bekommt also eine digitale Signatur. Das funktioniert normalerweise so, dass also diese Nachricht N wird hier in die Signatur, nehmen Sie jetzt einfach S, ja, ist die Signaturfunktion eingefüllt, ja. Und diese Signaturfunktion braucht da außerdem den privaten Schlüssel. Wie Key schreibe ich da her, Private Key. Und das Ergebnis kommt hier ein A, nenne ich das jetzt, ja, wobei, warte, eigentlich ist es Sigma. Entschuldigung, habe ich es weggeschnitten eigentlich? Schweigers, radiere mich. Radiere, passt? Ah, wunderbar. Stift. So. Sigma, ja, also das ist der Authentifikationsfaktor. In der digitalen Signaturfunktion S, die ich dazu aufgezeichnet habe, ist irgendein asymmetrisches Verschlüsselungsverfahren drinnen und, wissen Sie auch vom Bilder davor, eine Hash-Funktion. Ja? Also ein SHA, ein MD5 oder sonst irgendeine Hash-Funktion, die also die Nachricht komprimiert.
So, und übertragen wird jetzt die Nachricht M um dieser Authentifikationsfaktor Sigma, also das ist die digitale Signatur. Das kommt also auf der anderen Seite an. Und was auf der drüberen Seite jetzt passiert, ist eben die Signaturprüfung. Und die Signaturprüfung schaut so aus, dass also der empfängt jetzt, sage ich mal, irgendetwas M und Sigma. Und diese beiden Sachen werden jetzt da sozusagen in die Verifikationsfunktion V eingefügt, zusammen mit dem Public Key. So. Und da kommt jetzt raus, ja, nein. Also ja oder nein ist das Ergebnis. Ja. So. Wenn jetzt also Mallory also eingreift, bedeutet also, Mallory nimmt also jetzt zum Beispiel die Nachricht und verändert sie oder nimmt die Signatur und verändert sie oder so weiter. Das kann Mallory natürlich nach wie vor machen, davor schützt das Ganze nicht. Eve, natürlich auch Mallory, können natürlich auch beide die Nachricht sehen, wohlgemerkt. Ja, die Nachricht ist nicht verschlüsselt. Also wie man da in der Grafik auch sieht, es wird also wirklich M übertragen, also im Klartext die Nachricht. Das heißt, es sehen beide auch, was hier kommuniziert worden ist. Wenn Mallory aber die Daten verändert, dann wird die Signaturprüfung auf dem Bob seiner Seite fehlschlagen. Ja, also wird das Ergebnis also nein sein. Bedeutet also, die Signatur passt nicht zur Nachricht. Die Ursache dafür kann jetzt sein, also die Ursachen können drei Gründe sein. Ja, die Funktion hat ja drei Eingänge. Entweder die Nachricht ist falsch, oder die Signatur ist falsch, oder der Public Key ist falsch. Ja, was genau falsch ist, kann man eigentlich da nicht sagen. Okay. So, gut, also so viel zur digitalen Signatur. Wie gesagt, asymmetrisches Verfahren haben wir und eine Hash-Funktion brauchen wir dafür. So, jetzt gehe ich da wieder zurück. Ja, beibehalten. So, gehe da wieder zurück auf das da und schauen wir, wie es da mal weitergeht. Also die Modifikation durch Eve ist nach wie vor möglich, ja, natürlich. Allerdings kann Bob das detektieren, das ist ja sozusagen der Sinn und Zweck einer Authentication. Aber Eve kann keine richtige Signatur erzeugen, hoffentlich, weil sie ja nicht im Besitz des privaten Schlüssels ist. Ja? Digitale Signatur kann man mit privaten Schlüssel erzeugen. Okay. So, für DNSSEC ist es insofern sehr gut gelöst, sehr sicher gelöst. Es ist so, dass in den Zonen sind, also Sie werden es jetzt nachher noch gleich sehen, da steht eh Beispiel-Zone-File, zeigt das nachher natürlich her. In den Zonen sind jetzt nicht nur die einzelnen Resource-Records drinnen, sondern in den Zonen sind jetzt auch die Signaturen für die Resource-Records drinnen. Also jedes Resource-Record hat seine eigene Signatur und diese sind genauso Resource-Records wie alles andere auch. Also aus Sicht des DNS-Protokolls unterscheidet sich jetzt die Signatur nicht von einem anderen. Es ist nur ein Resource-Record wie jedes andere auch. Ja. Und das Ganze ist so gelöst, dass die Signaturen müssen natürlich vorher erstellt werden. Die werden nicht on the fly vom DNS-Server erstellt. Ist auch nicht notwendig, weil ein Resource-Record ist ja eine statische Angelegenheit. Ja. Digitale Signaturen sind ja deterministisch. Das bedeutet, also wenn Sie eine Signatur auf eine Nachricht A anwenden und 5 Minuten später die Signatur auf die gleiche Nachricht A noch einmal erzeugen, dann ist die Signatur gleich. Ja. Also sofern sich die Nachricht, also sprich das Resource Record nicht ändert, ändert sich auch nicht die Signatur. Und Resource Records sind normalerweise ja auch statisch, die ändern sich also nicht von alleine und hängen nicht von der Abfrage ab, also sind auch die Signaturen statisch. Und das hat einen großen Vorteil, nämlich das bedeutet, dass man die Signaturen offline erzeugen kann. Das heißt, also von der Sicherheit ist das eine sehr gute Sache. Offline bedeutet, ich brauche also nicht im Netz irgendwo meinen privaten Schlüssel um Google haben, ja, und schon gar nicht auf dem Server oder so, sondern man kann hergehen und kann einen Signaturserver sich irgendwo hinstellen, in einer Kellerkammer, in einer geschützten oder wie auch immer, ist jetzt egal. Ja. Dieser Signaturserver tut eigentlich nichts anderes, oder den braucht man für nichts anderes, als Zonen zu signieren. Wie das genau geht, das zeige ich Ihnen dann noch. Ja. Aber im Wesentlichen bedeutet das, Signaturen für die einzelnen Resource Records zu erzeugen.
und er braucht kein Internet uplink. Das heißt, ich könnte also jetzt einen USB-Stick nehmen, das ZON-File, das ich habe, nehmen, mit dem USB-Stick zu diesem Signaturserver gehen, dort die digitale Signatur erstellen, auf dem Signaturserver ist der private Schlüssel, dann erstelle ich sozusagen die Ressource-Records, die Signatur-Records auf meinem ZON-File, das kopiere ich dann wieder auf den USB-Stick und dann gehe ich mit dem USB-Stick wieder ans Live-System, also zu meinem DNS-Server, der im Internet angebunden ist, kopiere das signierte ZON-File hinüber und sozusagen macht das Ganze, also quasi aktiviert es auf dem Server, das neue ZON-File. Das heißt also, den privaten Schlüssel habe ich, kann ich wirklich auf einem Offline-System, das nicht im Netzwerk angebunden ist, abspeichern, was vom Sicherheitsfaktor natürlich sehr hoch ist. Ja, weil sobald ich eben ein Netzwerk irgendwo auf einem Server habe, habe ich schon einmal ein gewaltiges Sicherheitsrisiko. Gut. Beispiel ZON-File. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das die Kollegen gehandhabt haben mit Pausen oder so, oder rede ich einfach weiter? Okay. So, passt. Gut. Ich zeige Ihnen das ein Beispiel ZON-File. Oder zeige ich Ihnen noch ein Beispiel ZON-File? Ich zeige Ihnen nachher ein Beispiel ZON-File. Vorher zeige ich Ihnen die Records, die es gibt, dann ist das mit dem ZON-File nämlich auch ein bisschen logischer. Damit das Ganze funktioniert, also ich habe jetzt vorher schon behauptet, es sind diese Signaturen nichts anderes als Ressource-Records, genauso wie alle anderen Ressource-Records, die Sie bereits kennen. Ja, das ist so. Man hat aber dafür neue Ressource-Records natürlich entwickeln müssen, beziehungsweise definieren müssen. Und das sind im Wesentlichen die jetzt nur aufgelistet sind. Definiert ist es unter anderem in der RFC 4034, aber es gibt auch neuere RFCs, muss ich sagen. Also das ist jetzt die erste, in der was definiert ist. Es gibt da mittlerweile neuere RFCs, wo andere Sachen stehen, unter anderem auch da drauf sehe ich da. Es gibt also verschiedene. Also das ist auf jeden Fall die Basis-RFC, von der man gut ausgehen kann. So, das Wichtigste, was wir also brauchen, ist ein Signatur-Ressource-Record, das nennt sich RR-SIG. Also genauso wie es gibt eben AMX, PTR und so weiter, ist jetzt RR-SIG, was so viel heißt wie Resource-Record-Signature, ein neuer Ressource-Record-Typ einfach, der in dieser RFC definiert ist. Dann das Zweite, was auch logisch ist, was ich jetzt vorher schon erwähnt habe, ist, wir brauchen ein Ressource-Record, das die Schlüssel enthält, beziehungsweise den Schlüssel enthält. Das ist, dieses Resource Record heißt einfach DNS Key, ist ein neuer Rekordtyp und der enthält eben Schlüssel aller Art grundsätzlich einmal, also ein Schlüsselrekord. So, dann gibt es da ein besonderes, beziehungsweise zwei besondere Records, das ist das NSEC und das NSEC 3 Record, und zwar NSEC steht für Next Section und ist ein Ressource-Record, das die Integrität einer Zone sicherstellt. Und zwar insofern, als dass man mit der Kryptographie ganz prinzipiell ja eine Menge wunderbarer Sachen machen kann. Ja, und eigentlich sozusagen würde man glauben, wir können alle Probleme mit Kryptographie lösen. Das ist aber nicht ganz die Wahrheit. Was man mit Kryptographie nicht lösen kann, ist, wenn Daten verschwinden. Also wie ich das vorher auf der Grafik habe ich da jetzt Eve und Mallory gezeigt. Also die können alles verändern und so weiter. Was ich mit der Kryptographie aber nicht detektieren kann, ist, wenn Mallory die Nachricht vollständig verschwinden lässt. Ja? Das kann ich nicht detektieren. Kommt bei mir nichts an und schaut so aus, wie wenn die Daten verloren gehen, kann ich neue Anfrage machen und so weiter. Und das Problem hat man generell immer bei der Kryptographie. Also das Verschwinden von Daten können Sie nicht beheben. So, das ist jetzt ein Problem bei DNSSEC. Das bedeutet, die Integrität einer Zone heißt also, dass ich wirklich die Möglichkeit habe, die Vollständigkeit einer Zone zu überprüfen. Eben, dass nicht jetzt mittendrin Mallory hergeht und mir ein paar Dinge aus der Zone gibt und ein paar Ressource-Records eben mittendrin verschwinden lässt, sagen wir mal. Und dafür gibt es eben dieses NSEC-Record. Und das NSEC-Record ist nichts anderes, als dass die einzelnen Namen innerhalb einer Zone zyklisch miteinander verbindet. Also sozusagen einen Kreis erzeugen. Sie werden es nochmal sehen, in den Zone-File gibt es dann mehr Sinn. Ja.
Also ich kann sozusagen mit dem NSEC-Rekord von einem zum nächsten Rekord gehen und muss irgendwann wieder an den Anfang zurückkommen, dann weiß ich, es ist also vollständig gewesen. Ja. Das NSEC-3-Rekord enthält im Prinzip, ist vom Konzept her das gleiche. Allerdings, dass das NSEC-3-Rekord einen Hash-Wert enthält, also nicht direkt einen Zeiger auf den nächsten, auf den nächsten Namen in der Zone, sondern nur den Hash-Wert. Das heißt, ich muss selber von der Existenz wissen, dass ich den Hash-Wert nachlesen kann. Was man dabei versucht zu umgehen, ist eine DNS-Enumeration-Attack. Ja. Normalerweise ist es ja so, dass sie nach einem Namen fragen können, und wenn es den gibt sozusagen, dann bekommen sie eine Antwort, und wenn sie nicht gibt, dann sagt der DNS, ja, den gibt es nicht. Sie können aber nicht sozusagen im DNS traversieren, also mit irgendeiner Methode alles abfragen, was es gibt. Und diese Möglichkeit wäre aber mit dem NSEC gegeben. Nachdem das NSEC ja immer auf den nächsten möglichen Namen zeigt, könnten Sie, also wenn Sie genügend Performance und Netzwerkbandbreite haben, das gesamte DNS auf der Welt, sofern es DNSSEC unterstützt, ja, enumerieren, also abfragen. Ja. Und um dem entgegenzuwirken, wiederum hat man also das NSEC 3 erfunden. Das NSEC 3 enthält also nicht einen direkten Pointer auf das nächste Element, sondern eben einen Hash-Wert. Also wenn ich weiß, dass er existiert, kann ich einen Hash-Wert errechnen und prüfen, dass es eh das nächste ist. Ja. Okay, aber das haben wir jetzt wieder bei möglichen Attacken. Ja, also von TCP habe ich eh schon einmal erzählt, ja, so als Anekdote am Rande. TCP sagt dann dazu, naja, NSEC 3 ist zwar eine wunderbare Erfindung, aber es macht das Ganze nur viel schlimmer. Weil damit kann man nämlich das Ganze offline machen. Und zwar die Idee dahinter ist, dass man Hash-Werte, also sozusagen, dass ich offline, wenn ich genügend CPU-Power habe, eine Kollision errechnen kann. Das heißt, ich kann wenn ich genügend Rechenpower habe, alle möglichen Namen generieren und schauen, ob der Name also vorhanden ist. Ja? Entschuldigung, ob von dem Namen E, also der Hash-Wert, dem Rekord entspricht so. Okay, wie dem auch sei. Also. Ja, es gibt ja noch ein weiteres Rekord, zu dem komme ich aber dann in der Grafik, das auch eine wichtige Bedeutung hat. Ein besonderes Rekord ist das DES-Rekord, das nennt sich Delegation Signer. Und dieses Rekord, ich werde es dann aufzeichnen, ist notwendig, um sozusagen eine Verbindung zwischen der Parent-Zone, also der übergeordneten und der untergeordneten Zone Kryptographie herzustellen. So, damit es nicht so graue Theorie ist, zeige ich Ihnen jetzt einmal eine Beispielzone, und dann machen wir eine kurze Pause vielleicht. Zumindest noch hier Pause. So. Passt. Tastatur. So, bin jetzt ein wenig ungeschickt, ja, weil ich arbeite auf einer Tastatur, die ist dreimal so groß wie meine normale Tastatur. So, das sind jetzt, da habe ich Demo-Zonen, ja, also das sind jetzt keine realen Zonen. Wo gehen wir da eine Cut BitTorrent? So. So, zur Erklärung, worum geht es da? Gehen wir da kurz in das PowerPoint. Warte mal, da machen wir eine neue Folie. Dann können wir die Zeichnung da. Ja, wobei die Zeichnung sehe. Warte mal, wir machen da eine neue Folie. Neue Folie, passt ja. So, Bildschirmpräsentation. Also, nur zur Erklärung, wie das ausschaut. So, ganz oben habe ich also nur von der DNS-Struktur. Das ist die Root, also der Punkt ist also die Root-Zone. Ja. Dann habe ich da herunter den weiteren Namen, das ist also die Zone Cut. Und da gibt es also eine weitere Zone drunter, und die heißt BitTorrent. Okay. Das heißt, so schaut also da diese Hierarchie aus. Und ich zeige Ihnen da jetzt eben die BitTorrent.cut-Zone. Das ist das normale Zonenfile, mal ohne DNSSEC.
Sie sehen, in der Zone ist eigentlich nichts drin, außer das Notwendige. Das heißt, die Zone enthält ein SOA-Rekord. Also zur Vollständigkeit halber schreibe ich das daher. BitTOR Origin BitTorrent.cat. So. Also die Origin, ja, damit das klar ist. Es gibt also daher jetzt nur ein SOA-Rekord und ein NS-Rekord und mehr ist in dieser Zone also nicht drinnen. Und wenn man dann das DNS-Sec EWR macht, hoppala, dann schaut die Zone so aus. So, das ist jetzt die gleiche Zone, nur DNS-Sec EWR. Und die enthält jetzt verschiedene zusätzliche Records. Also Sie sehen schon an der Formatierung, das Ganze ist mit einem Tool generiert, ja, weil manuell ist das Ganze ein bisschen mühsam. Grundsätzlich ist es aber ein Zone-File wie jedes andere auch, also wie das von vorher. In der ersten Zeile haben wir hier jetzt einmal, also ich fordere eh mit dem Cursor mit, ja. In der ersten Zeile hat man also hier jetzt einmal das SOA-Record, genauso wie vorher. Und hier in der nächsten Zeile sieht man jetzt schon, das ist jetzt ein vom Datentyp RR-SIG. Das ist also ein Ressource-Record-Signature-Ressource-Record. Und das erkennt man also hier am Datentyp. Ja. Das hier steht RR-SIG-SOA, bedeutet also, das ist die digitale Signatur für das SOA-Record. So, Sie sehen, hier kommen dann noch eine Menge anderer Zahlenwerte. Da stehen jetzt quasi, da man nicht auswendig wissen, was sind nicht auswendig, ja. Im Wesentlichen steht hier drinnen, mit welchem Algorithmus ist die digitale Signatur erstellt worden. Das ist natürlich wichtig, dass man das weiß. Es ist ein Unterschied, ob es eine DSA-Signatur ist oder eine RSA-Signatur oder sonst irgendwas, sonst kann man es ja nicht nachrechnen. Und was da noch drinnen steht, sind dann verschiedene Zeiten, die über die Gültigkeit, ja, Bescheid sagen, ja. So, und dann hier letzten Endes hat man also in den Zeilen 12, 13, 14, 15, 16, das ist dann eigentlich die digitale Signatur, die hier BASE64 kodiert ist offenbar. So, das nächste Rekord, was wir hier haben, ist jetzt das NS-Rekord. Das ist das ganz normale NS-Rekord von dieser Zone, also das Nameserver-Rekord, sagt also die Zone BitTorrent.cat ist für diese ist also der Server ns.rootservice.cat alternativ. Vielleicht in der linken Zeile, Sie sehen hier auch, in der ganz linken Spalte, Sie sehen hier, dass dort keine Namen stehen. Nur zur Erinnerung, wenn dort kein Name steht in dem Zone-File, dann heißt es nicht, es hat keinen Namen, sondern es wird der Name, der darüber steht, genommen. In diesem Fall ist es der aus der Zeile 3. Das heißt, der Name dieser Records ist immer bittorrent.cat. Ja? Also sind keine namenlosen Records. Ja? Also das bedeutet, hier ist das SOA-Record von bittorrent.cat, hier ist es ein Ressource-Record-Signature mit dem Namen bittorrent.cat, allerdings für das SOA-Record. Das steht in den Daten des Ressource-Record-Signature-Records drin. So, dann kommt hier ein NS-Record. Und drunter wieder das Resource Record Signature, also die digitale Signatur die digitale Signatur für das NS-Record wieder. Das steht hier rechts daneben, da wo jetzt mein Cursor bin, steht also NS heißt, das ist also die Signatur für das NS-Record. So, und dann geht es also da weiter. Da kommt jetzt ein NSEC-Record. Also offensichtlich gibt es für den Namen bittorrent.cat keine weiteren Ressource-Records mehr, also unter diesem Namen mehr. Drum kommt jetzt ein NSEC-Record, das zeigt jetzt auf den nächsten Namen. Ganz konkret zeigt dieses hier aber auf den Namen bittorrent.cat, also auf sich selbst. Das bedeutet also, es gibt hier keine weiteren Records darunter, also zum Beispiel ein www.bittorrent.cat wäre ein weiterer Name. Ich mache dann später noch ein Beispiel, da wird es dann, glaube ich, noch ein bisschen klarer. In diesem Fall gibt es außer bittorrent.cat eben in dieser DNS-Hierarchie, die wir da immer gesagt haben, darunter oder daneben keine, also darunter, Entschuldigung, keine anderen Namen.
mehr. Aus diesem Grund zeigt dieses NSEC-Rekord jetzt auch sich selbst. Also einfach, erkenne ich einfach daran, dass hier steht NSEC und der Name, das ist hier der Name, der nächste Name, und das ist aber der gleiche Name, das ist sozusagen ein Zeiger auf sich selbst. So, trotzdem haben wir DNSSEC, das bedeutet also hier, das NSEC-Rekord ist auch digital signiert. Es gibt also eine digitale Signatur für das NSEC-Rekord. Gut, und jetzt kommt DNS-Key. Sie sehen also, der Schlüssel haben wir auch gesagt, also ich habe vorher gesagt, irgendwo muss also der öffentliche Schlüssel sein, und der öffentliche Schlüssel ist also hier ebenfalls in der Zone drin. Das ist der Schlüssel mit dem Namen bittorrent.cat. Und ist vom Typ DNS-Key, und hier darunter, das ist dann die eigentliche Schlüsselinformation. Wohlgemerkt, nicht vergessen, das ist der öffentliche Schlüssel. Der private Schlüssel darf selbstverständlich nicht hierinnen sein, weil würde das Ganze ja ad absurdum führen. So, Sie sehen, hier kommt jetzt ein zweites DNS-Key-File, also ein zweiter Schlüssel offensichtlich, wofür wir diesen zweiten Schlüssel benötigen, das erkläre ich dann gleich in Folge. Ja. Das kommt auch gleich. So, nichtsdestotrotz, auch die DNS-Keys sind grundsätzlich ganz normale Ressource-Records. Dementsprechend gibt es hier auch, wie Sie sehen, wieder digitale Signaturen, wo also auch der Schlüssel sozusagen signiert ist. Handelt sich offenbar logischerweise um Selbstsignaturen in Folge, weil sozusagen ich den Schlüssel ja selbst signiert habe. So, und da bin ich jetzt auch schon am Ende von der Datei. Es sind hier zwei Signaturen, weil es sind ja auch zwei DNS-Keys herinnen, ja, und die Datei ist hier zu Ende, also ansonsten ist da nichts drin. Ja, passt. Und dann, ja, hätte ich gesagt, machen wir ganz kurze Pause. Bei mir ist jetzt 19:05, also machen wir 19:15. Okay? Passt. Machen wir.